Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Gameplay. Und ja, ich habe in meiner Bibliothek mal ein bisschen rumgekramt und noch ein älteres Spiel gefunden von 2017, Blasters of the Universe. Und ja, ist ein Wave-Shooter. Muss natürlich jedem liegen. Also mein Fall ist es jetzt auch nicht ganz. Aber das Spiel ist echt gut umgesetzt. Man hat viele Möglichkeiten, die Waffen ja zu craften, umzuändern, abzugraden und so weiter. Also da gibt es echt viele, viele Möglichkeiten, die Waffen da anzupassen. Ich habe jetzt euch das zweite Level mal aufgenommen und habe 3 oder 4 Anläufe gebraucht, bis ich da mal durch war. Also echt heftig und man muss sich sehr, sehr viel bewegen. Also für Leute, die im Sitzen spielen wollen oder müssen, ist es absolut nicht geeignet. Also ihr werdet nachher auch sehen, ich glaube, ich bin auch ab und zu mal aus dem Kamerabereich raus, weil ich mich ducken musste und ja, nach links und rechts ausweichen. Also da muss man echt viel machen. Ist auch anstrengend mit der Dauer. Ich denke mal, wenn man das eine Stunde gespielt hat, dann hat man schon einiges getan und wird es am nächsten Morgen auch merken. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach mal die Steam-Seite an. Und ja, gucken wir mal auf den Preis. Kostet 15 Euro. Ist okay, sag ich mal, für so einen Wave-Shooter. Ist gut umgesetzt. Und ja, alle gängigen Brillen werden auch unterstützt. Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift und die VMR-Brillen. Ist vom gleichen Entwickler, der auch Transpose gemacht hat. Wem das nichts sagt, werde ich mal in die Infobox packen. Da habe ich mal ein Gameplay von gemacht, ein kurzes, um euch das Spiel mal zu zeigen. Hatte auch echt irgendwas, aber ich bin da nicht mehr zu gekommen, das nochmal zu spielen. Ja, gibt es eigentlich nichts zu sagen. Wir haben eine Plattform, wo wir uns hin und her bewegen müssen. Wir müssen uns ducken. Wir haben ein Schild in der Hand, was wir aktivieren können. Wir müssen mit dem Thumbstick immer wieder Magazine nachfüllen. Also nach rechts drücken den Thumbstick, dann hat man ein Magazin in der Hand, was man dann zur Waffe führen muss und dann wird wieder aufgeladen. Man muss kein Magazin wechseln oder so oder rausschmeißen. Das ist egal. Man kann einfach nachfüllen und gut ist. Ja, man darf nicht getroffen werden. Trefferzone ist nur der Kopf. Also man muss gucken, dass der Kopf niemals von diesen Dingern getroffen wird, die da auf einen zufliegen. Aber teilweise kommen da so viele Sachen auf einen zu, da kann man gar nicht mehr ausweichen. Dann muss man natürlich auch das Schild benutzen, was aber dann irgendwann auch down ist. Und ja, dann wird man trotzdem getroffen. Verschiedene Gegnertypen gibt es. Und am Ende immer so ein Endboss, der ein bisschen größer ist. Wie gesagt, mir hat es jetzt Spaß gemacht. Ist echt nicht schlecht umgesetzt, aber man muss halt mögen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt wirklich auf Dauer immer spielen kann. Weiß ich nicht. Ein Koop-Modus fehlt definitiv, meiner Meinung nach. Das wird mit Sicherheit ein bisschen mehr Spaß machen, wenn man im Koop-Modus zocken könnte. Ja, ich würde sagen, gehen wir einfach mal ins Gameplay, oder? Viel Spaß! Behold, the Video Arcade. The original coin-op killing floor where gaming gods were born. That's me in the middle, whipping ass. It was here I became legend, my dominance absolute. I eviscerated opponents quarter after quarter, token after token, until I stood on gaming's mountaintop, alone. One night, an opportunity arrived. A virtual reality gateway that would change my life forever. Did I steal it? No, I earned it. It was my destiny. I strapped in and crossed over, blasting into the unrendered abyss. I started building polygon by polygon, my neon virtual reality kingdom in the clouds. It is here I ascended to my infinite throne. My seat amongst the immortals as Grandmaster Alwyn, Virtual Space Lord! You're in my universe now, Blaster. Prepare to get your ass whipped. Willkommen bei Blasters of the Universe. Nicht Masters of the Universe, so wie ja, die Kinder der 80er das kennen, sondern Blasters of the Universe. Hier ist unser Blaster und ja, wir können hier immer wieder wahrscheinlich Sachen freischalten, benutzen und so weiter. Na, hier können wir ein bisschen variieren, das müssen wir alles noch freischalten. Das haben wir schon freigeschaltet, das ist unser Schild. Gucken wir mal, was
Wenn wir das hier nehmen, haben wir dann ein anderes Schild. Okay. Okay, das müssen wir auch noch freischalten. Fusionszelle. Das wäre wahrscheinlich für eine andere Waffe, ne? Genau, hier haben wir auch noch Aufsätze. Ah, da haben wir so einen Viererschuss. Und nachladen kann ich immer auf dem Thumbstick. Ne? Hier haben wir dann unser Magazin, was wir dann dranhängen müssen. Und ah, streut natürlich dadurch ein bisschen mehr. Was haben wir sonst noch? Okay, der gefällt mir schon besser. Müssen wir auch noch anlocken. Okay, das ist hier vorne ein Aufsatz. Warum? Ah. Okay, das gefällt mir. Das gefällt mir. Also hier können wir immer variieren. Wenn wir eine andere Waffe haben wollen oder irgendwas ändern wollen, dann können wir das hier craften. Hier haben wir noch irgendwas. Auto Refill Modifier. Helping Hand. Nehmen wir mal den automatischen. Nachladeonkel hier. Okay, das gefällt mir. Ansonsten eigentlich ganz nett gemacht. Texturen sehen jetzt nicht so gravierend gut aus. Aber vollkommen in Ordnung. Ist vom gleichen Macher, der auch Transpose gemacht hat. Werde ich auf jeden Fall mal in die Infobox packen. Ich würde sagen, wir legen mal los. Ich habe eben schon mal ein Level gemacht. Wir gehen jetzt mal einfach direkt auf 2. Schauen mal, was uns da erwartet. Oder kann ich überhaupt 2 machen? Ja, genau. Play. Fool, you can't. Was ist der böse Kerl hier? Also wir können nur Schaden nehmen am Kopf, also wir müssen gucken, dass unser Kopf nicht getroffen wird. Da haben wir unser Schild hierfür. Wir können aber auch uns wegducken. Dann kann uns auch nichts passieren. Oh, das zweite Level geht schon gut ab hier. Oh, da. Der ist gefährlich. Der ist gefährlich. Okay. Oh, ist doch jetzt gut, Leute. Okay, jetzt müssen wir kurz ausharren. Okay. Wir haben mehrere Herzen. Das heißt, wenn wir getroffen werden, kommen wir einmal neu. Komm, den müssen wir jetzt mal wegkriegen hier. Wir sind eindeutig zu viel. Alter. Ich zeige euch gleich das erste Level. Komm, schieß, schieß, schieß. Also wenn man nachgeladen hat, dauert eine Zeit lang, bis man dann wieder auch schießen kann. Der Sound, oder? Jawohl. Was ist das? Oh, der sieht böse aus. Schieß, schieß, schieß! Jawohl. Aber wenn die fliegen, sind die schwer zu treffen. Kurz am Kabel hängen geblieben hier. Hier wäre die Quest ganz gut. Na, du da oben.
Hau dich runter. Oh, ich habe kein Schild. Das heißt, wir müssen jetzt uns ein bisschen bewegen. Komm, komm, komm. Junge, 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 was ist hier los? Das kann doch nicht euer Ernst sein, oder? Den müssen wir jetzt definitiv ausschalten hier. Ja, beweg dich auch noch, ist okay. Okay, man muss auf jeden Fall realisieren, dass man wirklich nur im Kopf Schaden nehmen kann. Wow. Spectre. Okay, die müssen wir wahrscheinlich jetzt treffen, ne? Regenschirm. Wo ist er? Oh, scheiße. Haben wir es getroffen? Komm, 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 komm. Kommt die nochmal zurück? Ja, die kommt zurück, die kommt zurück. Ich komme jetzt gar nicht mehr dazu, auf den zu schießen. Mein Gott. Okay. Over. Hart. Das ist echt hart. Aber so schlecht war ich ja gar nicht. Ich hätte den fast runter gehabt. Komm, machen wir nochmal. Das machen wir nochmal. Nachladen. Boah, die Klingendinger, die sind echt übel. Guck mal, was die für ein Teil hier machen, ne? Wow! Okay, irgendwann ist das Schild natürlich auch down. Aber auf was soll man sich hier kurz konzentrieren? Die schießen ja von überall her. Die kleinen Mistkäfer.
Schild muss wieder aufladen. Okay, durch die kann man gut durch mit dem Kopf. Muss ich gucken. Komm, 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 komm. Okay. Dann Mistkäfer da unten. Okay, den haben wir auch. Kommt der wieder? Okay. 3 Herzen haben wir noch. Nein, den kann man nicht ausweichen. Ich sag wo, wo? Das kann schon echt schnell laufen hier. Wow. Nee. Komm, komm, komm. Oh, nachladen. Komm, komm, komm. Geh noch weg. Fuck. Das ist echt hardcore. Nee, das kannst du nicht schaffen, ne? Wahnsinn. Ne. Komm noch einmal. Noch einmal will ich versuchen. Ja, piu, piu, piu. Na komm. Die Schüsse fliegen natürlich auch so langsam. Natürlich den ihre auch, ne? Muss man natürlich auch dazu sagen. Aber das sollte reichen. Da kann man durch. Okay, so. Da kann man auch durch. Hier ein bisschen. Komm. Wovon kam der Schuss gerade? Press Touchpad. Okay. Ah. Ein Schutzschild? Ja. Das habe ich eben gar nicht gesehen, dass ich irgendwas freigeschaltet hatte. Hilft einem natürlich dann auch. Sieht das schon besser für uns aus hier. Muss man echt schnell ausschalten.
Weil die hat man nachher nicht mehr im Blick. Nein, nicht Turn Up hier. Oh, jetzt wird's wieder hart. Jetzt wird's wieder hart. Komm. Okay, der Sound. Das wird jetzt hart. Nein. Nee. Okay, wir haben erst ein Herz weg. Kein Problem, kein Problem. Der weg. Wie konnte man dem ausweichen? Das geht doch gar nicht. Willst du jetzt mal kaputt gehen? Hier brauchen wir nicht Platz. Komm. War das alles? Zwei Herzen nur noch. Okay, jetzt kommt der Große. Okay. Komm, komm. Wenn er sich immer wegteleportiert, dann kann ich ihn nie treffen. Okay, nur noch ein Herz. Werde ich nicht schaffen. Komm, komm, komm. Viel hat er nicht mehr. Ja. Next time, gibt kein Next time mehr. Boah, aber ganz schön hart. Also fürs zweite Level. Das erste war relativ easy eigentlich. Aber das zweite jetzt. Und sehr anstrengend. Ja,
Errungenschaft freigeschaltet. Jetzt haben wir wahrscheinlich wieder hier mehrere Sachen, ne, die wir... Hier haben wir ein anderes Gewehr. Andere Aufsätze. Ach, guck, hier kann man immer andere Sachen freischalten. Ja, ist ganz cool. Aber ist halt auch... Ja. Ordenmodus, ne? Wir kriegen immer nur Wellen und ja, müssen die bekämpfen. Wird auf Dauer wahrscheinlich was langweilig, besonders wenn man hier irgendwann alles freigeschaltet hat. Wie in jedem VR-Spiel, Koop-Modus fehlt wieder. Hier muss definitiv ein Koop-Modus rein, damit das ein bisschen, ja, spaßiger wird, sag ich mal. Aber selbst dann wird irgendwann wahrscheinlich langweilig. Aber wer einfach nur so ein bisschen... Ja, auch Sport dabei machen will beim Zocken, der ist, glaube ich, hier ganz gut bedient. Also ist schon ganz schön anstrengend, wenn man hier links, rechts, oben, unten und ja, sich die ganze Zeit ducken muss. Manchmal bin ich auch fast hingefallen, aber ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Aber ich weiß nicht, wie lange das Spiel jetzt auf Dauer dann Spaß macht. Aber, also Umsetzung her ist ganz okay. Ist kein ganz so übles Spiel, sage ich mal. Aber ja, das ist halt Geschmackssache, ne? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt irgendwie 3 Stunden spielen könnte. Okay, Leute, ich sag mal Dankeschön fürs Zuschalten. Ja, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, haut jetzt mal auf den Abo-Button. Glocke nicht vergessen, dann werdet ihr immer informiert über neue Videos, Livestreams und so weiter. Ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.